Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video hier auf meinem Kanal. Und ja, heute geht es weiter mit Make Mercedes Great Again. Ihr musstet sehr, sehr lange warten auf die zweite Folge. Es hatte einfach zur Folge, dass das Spiel noch ein bisschen fehlerhaft war. Ich war zwischenzeitlich im Urlaub. Ja, das Spiel hat Urlaub gemacht in dem Sinne, dass kein Patch kam. Aber jetzt funktioniert auch alles auch im Sinne der roten Flaggen. Und die letzten Fehler sind auch aus dem Spiel behoben und wir können jetzt komplett durchstarten. Demnächst kommen auch die Setup-Videos online, also die stehen auch in der Pipeline. Und jetzt wollen wir erstmal wieder reingehen. Wir konnten im ersten Rennen in Bahrain schon ein bisschen überzeugen. Schauen wir mal, ob wir daran anknüpfen können jetzt in Jeddah. Wir gehen direkt rein ins Blitzqualifying und ja. Und jetzt viel Spaß mit dem Video, wir bleiben bei 35% Rennen. Ich hoffe, das gefällt euch so in der Länge. Wir werden das erstmal eine Saison so durchtesten. Ich glaube, dass es ja eine gute Abwechslung geben wird bei diesen Rennen. Und ja, dann seht ihr immer ein Rennen ungefähr pro Folge. Und die Folgen kommen jetzt nach und nach online. Das ist der Plan. Viel Spaß mit dem Video, wir gehen rein. Let's go! Hey Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem YouTube-Kanal. So, liebe Leute, da sind wir wieder. Eine Sache habe ich noch vergessen, und zwar, dass wir noch Upgrades auf den Weg bringen müssen. Wir haben nämlich oben 5100 Punkte auf der Uhr stehen. Und da gilt es auf jeden Fall etwas zu investieren. Gerade beim Aero sind wir nicht so gut dabei. Da müssen wir zwei kleine Upgrades auf den Weg bringen. Des Weiteren gehen wir bei der Gewichtsreduktion rein, wo wir gar nicht so schlecht mit dabei sind. Aber Red Bull ist da immer noch vorne mit dabei. Die Motorleistung wird um einiges erhöht. Ist ein großes Upgrade, was wir hier bringen können. Und bei der Strapazierfähigkeit lassen wir erstmal noch die Punkte so ein bisschen auf sich ruhen. Und dann gehen wir jetzt rein ins Blitzqualifying und dann hoffen wir mal, dass wir vielleicht uns mit den nächsten Upgrades vor Ferrari setzen können. So, und da gehen wir rein. Die Lappen gehen aus. Die KI-Schwierigkeit habe ich jetzt übrigens auf 94 angepasst. Und wir scheinen hier topspeed-technisch gut unterwegs zu sein. Ja, das sieht gut aus. Schauen wir mal, kurviger Teil jetzt gleich. Ah, da ist Verstappen, alles klar. Oh, nicht gut gefahren von mir. P12 momentan, nicht so gut. P5-6 müsste schon drin sein von der Pace. Klar, an die Red Bull komme ich nicht ran, aber ich habe gedacht, ich kann hier vielleicht so ein bisschen Ferrari kitzeln in Jeddah. Sieht eher schlecht aus. Ausbeschleunigen. P6. Ja, doch, das nehme ich. Das ist gut. Wen haben wir vor uns? Die beiden Ferrari, Perez und Lewis Hamilton? Oder wie sieht's aus? Das könnte ich von der Pace verkraften. So ein Aston Martin, so ein Fernando vor mir wäre eklig. Qualifying ist beendet und ja, perfekt. Nehme ich. Also man sieht auch deutlich, ne, den Unterschied, ne? Die beiden Red Bull ungefähr 3 Zehntel vor den Ferrari. Wir ungefähr, ja, 3 bis 6 Zehntel hinter den Ferrari. Also es ist wirklich krass. Danach kommen Alonso und Ocon und dann die beiden McLaren, weil Norris und Piastri absolut am Überperformen sind. So wie auch in Real Life momentan. Freut mich übrigens sehr für McLaren. Ja. Dann würde ich sagen, P5 und P6, damit gehen wir rein ins 32% Rennen. Soft Medium ist die Strategie, mit der wir ins Rennen gehen. Ich werde eventuell versuchen, einen Undercut zu wagen. Kommt drauf an, wie das Rennen läuft. Ja, wir haben ein bisschen mehr als eine halbe Runde Sprit über. Hoffen wir mal, dass sich das ausgeht. Oh, ich komme überragend weg. Ich komme richtig gut weg. Uiuiuiui. Vorbei an beiden Ferrari und an Lewis Hamilton. Also der absolute Traumstart hier. Und jetzt heißt es eigentlich nur mitschwimmen mit beiden Red Bull, aber ich verkacke hier direkt die erste Kurve. Harris ist nur auf dem Medium gestartet.
Das könnte so ein bisschen meine Chance sein. Richtung Podium. Dass Perez nur auf dem Medium ist. Ich hätte hier natürlich nichts dagegen, wenn die Ferrari noch deutlich schneller sind. Dafür ist die Saison noch sehr jung. Aber wenn wir hier vorne mithalten können und den Platz behaupten können gegen Sainz, wäre es natürlich überragend. Boah. Und Lewis ist derweil vorbeigekommen an Charles Leclerc. Gut zu Lewis. So, erste Runde ist vorbei. Ich bin kurz hinter Perez. Die KI pusht ja immer geisteskrank in Runde 1. Also von daher gar nicht so übel, wenn ihr mich fragt. Die Kurve hier kann ich halt wirklich noch gar nicht, ne, in Sektor 1. Da habe ich immer Angst, dass ich gegen die Mauer fahre. Bremst dann immer schon sehr früh. Allgemein der erste Sektor ist noch nicht meiner. Ich weiß nicht, ob das an dem Mercedes liegt. Oder meiner Fahrkunst. Ich denke mal an beiden so ein bisschen. Aber Verstappen kann sich aber auch nicht wirklich von Perez absetzen. Das macht mir eigentlich ein bisschen Hoffnung für das Rennen. Ich habe jetzt für mein Team und die Fahrerkarriere eigentlich so KI-Schwierigkeit 94 so ein bisschen für mich gefunden. Weil ich jetzt merke, dass wir krass overperformen sollten in den Rennen. Und keine Herausforderung mehr da ist. Dann stelle ich das natürlich noch höher in der Fahrerkarriere. Letztes Jahr war es auch so in der F1 22, dass in der Fahrerkarriere die Autos nochmal ein bisschen langsamer unterwegs waren gegenüber meinem Team. Ja, mein erster Sektor war bodenlos schlecht. Ja, ich habe ja auch weniger Flügel als die KI. Trotzdem der erste Sektor für mich wirklich nicht so gut immer. Versucht zu pushen, dass ich reinkomme. Ich müsste DRS haben eigentlich. Von Perez. Hatte ich nicht. Was? Hatte kein DRS. Das verstehe ich irgendwie nicht ganz. Ich war eigentlich drin. Jetzt muss ich alles aufwenden. Ich komme nicht rein. Keine Chance. Keine Chance. Ja, meine Chance ist, dass Perez jetzt Verstappen angreift. Aber ansonsten bin ich gleich Futter für Carlos Sainz. Perez ist gerade die schnellste Rennrunde gefahren. Ist krank, wie Perez die schnellste Rennrunde einfach auf dem Medium fährt, ne? Bei den Red Bull fighten hier jetzt. Und hinten fightet, glaube ich, Lewis Hamilton gegen Charles Leclerc. Okay, der erste Sektor war jetzt mal ein bisschen besser, aber trotzdem kommen die beiden Red Bull vorne weg. Vielleicht lasse ich mich einfach gleich von Carlos Sainz ziehen. Ich bin gespannt. Perez müsste jetzt eigentlich gleich wieder Verstappen angreifen können. Ah, ich glaube, jetzt kommt gleich die Attacke von Sainz auf Startziel, wenn nicht sogar jetzt schon. Ja, da werde ich auch nicht noch. Da werde ich mich auch nicht verteidigen. Der Mann ist auf Medium unterwegs. Soll er machen. Ich lasse mich ziehen. Man sieht es auch. Leclerc ist auch wieder an Lewis vorbeigekommen. Die beiden Red Bull fighten da vorne. Was Sainz ins DRS-Fenster bringt. Der Red Bull-Fahrer hat gerade mit einem Überholmanöver die Führung übernommen. Perez schiebt sich immer vor Verstappen, aber irgendwie macht er immer wieder die Tür zu da. Das ist auch komplett wild. Aber wie der Ferrari aus den Kurven raus beschleunigen kann, ist schon der absolute Wahnsinn. Also Carlos Sainz zieht mir jetzt auch hier da vorne auf dem Medium. Habe ich auch keine Chance. Ich werde nochmal versuchen, irgendwie reinzukommen. Hat nochmal DRS hier, aber Leclerc wird mich auch gleich schlucken. Er ist auf jeden Fall auch komplett leer gepumpt bei mir. Da wissen wir auf jeden Fall, wo wir ansetzen können. Verstappen wird jetzt überholt. Da vorne gibt es richtig Alarm. Zwischen Perez, Verstappen und Sainz.
Verstappen jetzt auf 3. Wahnsinn. Der softe Reifen schien hier für den Start echt nicht so gut zu sein. Wir haben jetzt endlich mal ein bisschen DRS hier. Damit wir nicht immer komplett auf Null sind bei der Batterie. Boah, Verstappen gegen Sainz. Leclerc gegen mich. Aber ich kriege hier noch Windschatten von Sainz. Bei mir aber sauber mit Leclerc durch, muss ich sagen. Oh, Leclerc blitzt jetzt richtig zur Attacke. Oh mein Gott, was passiert hier? Ich habe Angst. Und Hamilton ist wieder direkt hinten dran. Ja, aber da komme ich sonst auch nicht durch die Kurve, Charles. Also da musst du auch ein bisschen mehr Platz gewähren. Den, der es richtig freut, hier ist Sergio Perez. Ne? Den freut das hier richtig. Ich glaube, ich an der Karte jetzt aber. Ich werde jetzt an der Karten. Passt auch ganz gut, weil dann kann Lewis nämlich auf Startziel gegen Leclerc angreifen und vorbeiziehen eventuell. Was machen denn Sainz und Verstappen hier? Boah. Ganz gut genommen, die Einfahrt. Guter Stopp jetzt, ist wichtig. Und da geht's raus auf dem Medium. Perfekt eingebogen. Die Stoppzeit sieht gut aus. Wir sind sehr zufrieden. Das war unser letzter Boxenstopp. Keine Boxenstopps mehr geplant. Oh, ich komme hier mitten im Verkehr raus. Nicht gut. Das ist gar nicht gut. Hier ist noch okay, weil meine Reifen erstmal auf Temperatur kommen müssen. Aber da muss ich jetzt vorbei. Round the outside gegen Hülkenberg. Und innen rein gegen Albon. Oh mein Gott. Ich habe mich so erschrocken wegen Albon. Hilfe, habe ich mich erschrocken. Ich habe gedacht, der schallert mich hier komplett in die Wand. Der hätte mich fast ignoriert, ne? Ist noch gerade so gut gegangen. Jetzt gegen Tsunoda, Ju. Oh mein Gott. Eieieiei. Und das nenne ich mal eine Outlap. Alter. Hilfe. Die drei da vorne gehen immer noch nicht an die Box. Und wir haben es auf jeden Fall vorbeigeschafft an Verstappen. Was mir schon fast klar war. Boah, Verstappen kommt mit 7 Meilenstiefeln hinten. Switchback gegen Gasly. Bitte ignoriere mich nicht wie Albon. Oh, der war wichtig. Ich warte jetzt, bis Verstappen mich überholt und lass mich von ihm ziehen. Weil Rennsieg wird schwierig. Sainz jetzt aber auch schon rein mit dem Medium. Finde ich interessant. Geht also auch auf den Undercut. Und wir fahren hier um den Rennsieg, ne? Sainz geht auf harte Reifen. Wir fahren hier gegen Verstappen um den Rennsieg, glaube ich. Das ist krank.
Damit habe ich nicht gerechnet. Also klar, Perez wird nochmal diese andere Pace haben, aber da sind so viele Autos zwischen. Und die Frage ist halt, ob Perez überhaupt auf den Soften geht. Müsste er aber eigentlich, wenn ihr mich fragt. Also ihr seht, Topspeed sind wir da, ne? Topspeed sind wir da. Verstappen kommt hier selbst mit DRS nicht so leicht an uns vorbei. Jetzt kommt er natürlich angeflogen, jetzt wendet er auch richtig was auf hier. Ne, guckt's. Guckt's euch an. Topspeed sind wir krank. Wir haben hier echt wenig Flügel dabei. Jetzt kommt er natürlich vorbei, ne? Ist in Ordnung. Oh mein Gott! Vorbei an Verstappen. Perez ist auf harten Reifen. Ich weiß nicht, wie seine Pace darauf aussieht. Also Perez zieht hier gerade komplett davon auf dem harten Reifen. Ich weiß nicht, wie er das macht. Und ich sehe mich nicht in der Lage, die Pace hier irgendwie mitzugehen oder daran zu kommen. Wenn, dann muss Verstappen uns ziehen. Oh mein Gott. Also ich glaube, Perez wird das machen. Alter! Digga, was ist das? Das ist so intens hier, ne? Vorne mit Leclerc, Verstappen, wir gehen 3 wide in die letzte Kurve. Lewis Hamilton holt derweil die schnellste Runde. Freut mich, Lewis, machst du gut. Das ist der absolute Oberhammer hier. Ich frage mich aber, warum Perez hier auf dem harten so das Nonplusultra ist. Und Verstappen hier so ein bisschen hinterherhängt. Ich weiß nicht, ob der sich eventuell einen Schaden geholt hat mit Perez. Am Anfang des Rennens irgendwie. Muss ja fast so sein, weil eigentlich ist ja Verstappen nochmal ein bisschen stärker. Perez und Jeddah natürlich aber auch eine Macht, ne? Und hier hinten kommt er schon wieder angeflogen. Der fliegende Holländer. Max Verstappen. Gelbe Flagge? Grüne Flagge. Immer noch gelb? Ist ein Ferrari? Carlos Sainz ist aus der Session ausgeschieden. Also wir können ja auch kaum mehr ERS ansparen. Wir sind hier wirklich die ganze Zeit auf Null. Oh mein Gott, Verstappen nochmal mit dem Schlenker. Die KI ist beim Fighten echt crazy, Mann. Aber all good. Wir kämpfen. Ich bin zwar erst 13 Runden gefahren, aber gefühlt passiert in den 13 Runden mehr als in einem 100% Rennen. Keine Ahnung. Es ist einfach übelst intens. Es macht Hammer Bock, aber auch. Könnte eventuell mein neues Lieblingsformat werden, ich weiß es nicht. Mighty natürlich mit dem Stream auch immer sehr geil. Aber ich fühle das einfach, dieses Real-Life bezogen, ne? Aber ich werde jetzt auf jeden Fall auch versuchen, dass wir hier mit nach der Sommerpause auf dem gleichen Stand sind und dann die Folgen immer zu den Rennwochenenden online kommen. Oh mein Gott! Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan? Ja, also tut mir leid, aber das ist nicht meiner. Tut mir leid, aber das ist nicht meiner. Das muss ich mir angucken. Charles Leclerc hier. Da bin ich in. Na, also bitte. Also bitte, Leclerc. Du willst mich doch verarschen. Vor allem, wie er noch weiterfährt. Also tut mir leid. Ich meine, klar, er ist auch an der Wand, aber dann darf er halt nicht so krass rausbeschleunigen. Tja, wie regeln wir das jetzt?
Passt, würde ich sagen. Ja, ja, jetzt holt sich Leclerc einen Flügelschaden. Oh, Hamilton kommt. Lewis gegen Max. Oh, ich probiere es gegen die andere Seite, gegen Verstappen. Oh, Lewis, zieh doch durch da. Was tust du? Was tut er? Sir. Sir Lewis Hamilton, was tust du? Ich hätte gedacht, dass er da voll reinhält bei Verstappen, ne? Aber wir sind wohl nicht mehr in 2021. Ja, das macht vorne komplett sein eigenes Ding. Für Ferrari auch sehr bitter. Also Carlos Sainz hier mit dem Motorschaden, ne? Denke ich mal, oder was das war. Und Leclerc fährt mir hier komplett hinten rauf und bricht sich den Flügel. Hamilton vorbei an Verstappen. Also Verstappen muss einen Schaden am Auto irgendwie davon getragen haben. Aus den Kämpfen mit Perez. Anders kann ich es mir nicht vorstellen, von seiner Pace her so. Warum er hier mit uns dabei ist die ganze Zeit. Und hinter uns kommen dann schon die beiden Aston Martin, auch krank. Die haben sich im Rennen auch gut nach vorn gearbeitet. Ich merke aber schon, wie ich jetzt deutlich Probleme habe auf dem Reifen hinten raus. Die Pace hier vorne von dem mitzugehen. Noch bin ich dran, aber das Auto fährt sich auch echt schon schwammig in manchen Teilen der Strecke. Und das, obwohl ich erst, jawohl, es geht, 33% auf den Reifen, ne? So ein bisschen was. Verstappen wird jetzt gleich angreifen gegen Hamilton. Und wer F1.23 kennt, der weiß, dass der Reifen schon ziemlich nachlässt, so ab 30%. Verstappen kommt echt nicht vorbei an Hamilton. Jetzt habe ich aber Überschuss, doppelter Windschatten. Ist das crazy. Wir gehen wieder vorbei an Hamilton. Und jetzt hat er das Nachsehen. Verstappen schwimmt hier auch schon ein bisschen beim Ausgang. Habt ihr es gesehen? Wenn der Red Bull kein DRS hat, das ist schon mal sehr gut. Aber es ist krass, wie krass gut Perez auf dem harten Reifen da vorne funktioniert. Das ist wirklich der Wahnsinn. Der fährt wirklich out of world. Ja, Reifen sind jetzt schon echt übel. 39%. Verstappen verteidigt hier in. Ich muss jetzt versuchen, fehlerfrei zu sein. Ich muss irgendwie die letzte Runde vor Verstappen sein. Und im Idealfall schlupft Lewis irgendwie noch mit durch. Weil er komplett Pace macht. I don't know. Versuch mal ranzukommen an Verstappen. Lewis kommt mit. Jetzt noch nicht. Nehmen wir hier richtig Schwung für die Gerade. Und jetzt gehen wir vorbei. Gehen wir auf außen. Lewis ist zu weit weg. Und wenn ich es richtig sehe, dann fehlt bei Max sogar vorne rechts so ein kleines Stück vom Frontflügel. Also da wissen wir auch, warum er so langsam ist. Das hat er sich wahrscheinlich in den Kämpfen mit Perez irgendwo geholt. Alter, der Red Bull mit DRS. Ich kann das nicht mehr. Er wird mich jetzt so kriegen. Oder auch nicht. Verteidigt wie ein Verstappen und Lewis kommt mit durch. Und Lewis kommt mit durch. Ist das big? Ist das big für Mercedes? Oh mein Gott. Ja, wir sind auf dem Podium. Toller Job dieses Wochenende. P2 und 3. Boah. Mehr war echt nicht drin. Fahrer des Tages. Alter. Mehr war echt nicht drin. Mehr ging nicht. Boah! Alter, aber Perez GG, ne? Was Perez da vorne für ein Rennen gemacht hat, Wahnsinn. Stefan Römer, was denkst du? Ich glaube, Verstappen hatte leichten Frontflügelschaden, deswegen war er nicht ganz so schnell. Wenn es weiter so geht, dann kann das Format richtig nice werden.
Uiuiuiui. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Hier sehen wir es nochmal. Mercedes, Rang 2 und 3. Luis mit der absolut schnellsten Runde. Ich weiß nicht, was er da gemacht hat. Ob er da einmal komplett gepusht hat, warum auch immer. Ist das heute Mr. Monaco. Krank, was er da gemacht hat. Ohne allzu sehr an Tempo einzubüßen. Wer das in der dadurch in der Fahrerrangliste Platz 3 und 4 für mich und für Luis. Die beiden Red Bull vorne. Dementsprechend halt auch die Konstrukteursrangliste. Für Ferrari echt bitter, dass sie so wenig Punkte eingefahren haben. Ja, das war nochmal ein erfreuliches Wochenende in Jeddah. Die Frage ist, ob das nächste Wochenende auch so erfreulich wird in Australien. Fakt ist, dass alle Upgrades zu Australien durchkommen. Und das bedeutet Folgendes, dass wir mit Ferrari ungefähr auf einer Stufe jetzt gerade sind. Red Bull immer noch meilenweit voraus. Aber da geht einiges. Da geht einiges. Im Kampf um Platz 2 sozusagen. Wir sind jetzt nicht mehr eindeutig die drittschnellsten, sondern konnten so ein bisschen mit Ferrari gleichziehen. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, Leute. Wenn es so war, dann lasst unbedingt ein Like da. Lasst ein Abo da auf dem Kanal, wenn ihr nichts verpassen wollt. Wenn ihr auch die Setup-Videos nicht verpassen wollt. Meine Setups für dieses Jahr sind wirklich wieder, muss ich sagen, mir echt gut gelungen. Auch wenn es jetzt scheiße klingt, wenn ich mich so selber lobe. Aber letztes Jahr bin ich beispielsweise noch auf einer KI von 85 unterwegs gewesen. Jetzt fahre ich auf einer KI von 94. Also ja, die Setups dieses Jahr sind gerade für diese ganzen Sachen, MyTeam, Fahrerkarriere, wenn ihr längere Rennen fahrt, sind super. Deswegen, die werden die nächsten Tage auf euch zukommen. Ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß mit dem Video. Bis dahin, macht's gut, haut rein. Ciao, ciao.